Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel der Iserlohn Roosters gegen EHC Red Bull München. Ich begrüße wie immer die beiden Coaches, zu meiner Rechten aus München Don Jackson und zu meiner Linken Jason O'Leary von den Iserlohn Roosters. Wie immer das erste Statement des Gästecoaches. Mr. Jackson, your statement please. Ja. Guten Abend zusammen. Wir hatten einen sehr guten Start im Spiel. Und Iserlohn kam stärker und stärker. They had the Trevor Parks, the grossest play am Ende des Spiels gemacht. Und ja, ich bin stolz, dass wir in der Iserlohn, sehr harte Platz zu spielen und zu gewinnen. Und Jason hat seine Mannschaft sehr gut vorbereitet. Und so viel Glück, Jason, keep it going. So, danke schön. Vielen Dank. Gibt es Fragen an den Coach der Münchner? Das ist nicht der Fall. Dann, Jason, würde ich dich um dein Statement bitten. Ja, also, guten Abend zusammen. Wie Dan hat gesagt, das war am Anfang, glaube ich, die Spieler waren ein bisschen nervös. Das erste Spiel nach der Pause, das ist immer, man kann sagen, schwierig, die Beine zu finden und auch gegen so eine starke Mannschaft. Das ist, es gibt keinen Einsatz, wo das vielleicht einfacher ist. Also das Leistung von Jannik war top heute Abend, er war sehr, sehr gut. Das ist wie immer, wir haben das immer, wie ich sage immer, das ist das, was wir erwartet und brauchen von unseren Torhütern. Aber er war top für uns heute Abend. Und auch ein paar gute Einsätze vom Alex Blank heute Abend, das ist für ihn sein erstes Spiel in der DL. Das ist nicht so einfach, ein Gegner wie München, das ist schwierig. Ich bin sehr stolz auf die Leistung, ein paar Fehler. Und wenn man macht die Fehler gegen so eine starke Mannschaft, dann ist es immer schwierig zu zurückkämpfen. Und wir haben gute Charakter eingezeigt in den dritten Drittel, das Spiel auszugleichen, aber dann ein Fehler, aber Halzer nimmt die Scheibe in seine eigene Zone, läuft voll schnell nach unserer blauen Linie, dann machen wir eine schlechte Entscheidung. Und dann ist es hinter dem Goal, der Parks hat ein gutes Spiel gemacht, aber ich glaube, dass wir können das besser verteidigen. Trotzdem, das Leistung war gegen so eine starke Mannschaft, bin ich froh, aber das ist trotzdem, das bringt nichts, wenn man froh ist, man muss Punkt holen. Das ist eins gesagt. Danke, Jason. Gibt es Fragen an den Coach der Roosters? Jason, was ist mit Alex? Jetzt bleibt er erstmal bei euch oder geht er erstmal wieder zurück zu U20? Die Frage war, wie es mit Alex Blank weitergeht, ob er bei der Mannschaft bleibt oder wieder zurück in die U20 der Young Roosters geht. Also wie mit jedem jungen Spieler, wir müssen aufpassen, nicht zu schnell reinbringen. Es ist nicht ein einfacher Schritt zu machen. Wir haben keinen Zwischenschritt für ihn. Und das heißt, er muss ein bisschen mehr trainieren mit uns, aber mit den Loch in unserer Lineup, dann haben wir die Möglichkeit, ein paar Spiele zu reinbringen und schauen, ob wir Einsatz geben können. Und er hat das verdient. Er hat eine super Leistung mitgebracht im Training diese Woche. Und ich bin froh für ihn und auch froh auf seine Arbeitsleistung und auch seine Gehörtnis, ability to listen. So, das ist für uns sehr, sehr wichtig. Und es ist kein Rennen bei ihm. Es ist ein langer Prozess. Wir müssen wie mit Fleischer, wie mit Swanski und mit den anderen jungen Spielern langsam weiterbringen. Und das heißt, vielleicht muss der DNL weiterspielen. Aber es ist eine gute Sache für ihn heute Abend. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann noch die Ergebnisse des heutigen und gestrigen Spieltages. Gestern Mannheim gegen Nürnberg 5:1 und heute Schwenningen gegen Köln 1:0. Ingolstadt gegen Düsseldorf 3:2 nach Verlängerung. Krefeld gegen Berlin 0:2. Bremerhaven gegen Augsburg 2:6. Wolfsburg gegen Straubing 4:1. Das nächste Heimspiel unserer Roosters findet bereits übermorgen am Sonntag hier gegen die Krefeld-Pinguine statt. Erstes Bulli ist um 16.30 Uhr. Ich bedanke mich für Ihre und eure Aufmerksamkeit, wünsche noch einen schönen Abend und unseren Gästen natürlich eine gute und sichere Heimreise. Vielen Dank. Ja.